Sì, certo, grazie. Allora, buonasera a tutti. Guten Abend, herzlich willkommen. Ja, jetzt beginnen wir ja, mit dem neuen Jahr, wie Sie gehört haben, in der Kinowelt beim Goethe. Das ist ein sehr wichtiger Termin und es freut uns sehr. Also wir werden wie in den vergangenen Jahren vorangehen. Ich werde einige Fragen stellen und dann lassen wir natürlich Ihnen das Mikrofon, auch damit es ein unmittelbares Feedback geben kann von unseren Gästen. Denn ich glaube, dass dies wirklich nützlich und auch sehr wertvoll ist. Der Film, wie einige von Ihnen schon wissen, ist wirklich ein großer Erfolg in Deutschland gewesen. Ich glaube, dass gerade vor 2 Tagen, stimmt's, habe ich gelesen, dass dein Film also doch einer der 5 Komödien ist, die kandidieren für den europäischen Oscar, der im Dezember im Allgemeinen stattfindet. Ich weiß nicht, wo es dieses Jahr sein wird, die Preisverleihung. Also eine Anerkennung ist das ja nach der Zustimmung des Publikums. Und ich glaube, dass es ungefähr 3000 sind, die stimmen, die abstimmen. Also bei der Akademie, das sind also Professionisten, also Personen, die schon Preisverleihung bekommen haben in der Vergangenheit. Und der europäische Oscar, ja, warum sage ich europäischer? Europäischer Oscar hat meiner Meinung nach die gleiche Wertigkeit wie der amerikanische Oscar. Ja, vorhin hast du das angesprochen, aber ich glaube, dass es interessant ist, das auch miteinander auszutauschen, was du uns erzählt hast, also das mit Ihnen auszutauschen, mit dem Publikum. Also eben ein großer kommerzieller Erfolg ist das gewesen, aber wie es ja oft geschieht mit den Filmen, die also hier, sagen wir auf leichte Art, also hier grundlegende Kernaspekte der gesamten Gesellschaft, vor allem der europäischen Gesellschaft ansprechen, der Film doch eben hier auch zu verschiedenen Missverständnissen geführt hat, oder? Also ich glaube, das verstanden zu haben, also das ist also interessant zu verstehen, also wie wenn man eben auf intelligente Weise über etwas lächelt, vielleicht jemand anders dadurch unzufrieden ist. Ich glaube, dass ein Regisseur und auch die Zuschauer, ja, also hier, ja, gerade diese Funktion haben, ist auch gerade das Kino, wenn es der Unterhaltung dient, doch auch eben hier, muss ja nicht unbedingt einen einstimmigen Konsens erreichen, ein Kinofilm. Also kannst du uns erzählen, wie das in den verschiedenen kulturellen, politischen Bereichen gewesen ist? Was hat es da gestört in verschiedenen Kulturkreisen oder politischen Kreisen? Was hat da gestört oder was ist auch sehr geschätzt worden von anderen? Danke für diese intelligente Einleitung und Frage. Interessant war vor allem für mich, dass der Film bei den Leuten ganz außen, bei den Leuten, die wirklich sehr, sehr starre Meinungen haben, rechts natürlich, also rechts außen, wurde der Film sehr, sehr gehasst und bekämpft und auch im Internet gestalkt. Und wir wurden auch sehr unangenehm angegangen, weil sie gedacht haben, es ist Propaganda für Merkel, Propaganda für, als ob Flüchtlinge sozusagen alles gut wäre und alle Heilige sind und jede Familie soll einen Flüchtling aufnehmen. Und dann ist alles gut. Und das Interessante ist, ganz links außen ist das Gleiche passiert. Wir wurden auch von ganz links außen bekämpft, weil die wiederum das Gefühl hatten, dass wir uns lustig machen, dass wir Witze machen, dass wir zu viel Spaß haben mit Flüchtlingen. Oder überhaupt ein Problem damit hatten, dass Themen angesprochen worden sind in diesem Film, was mir sehr wichtig war. Zum Beispiel Islamkritik. Es gibt auch in diesem Film Islamkritik. Und das ist nicht selbstverständlich in so einem Film. Man hätte sich auch sehr bequem machen können und sagen können, wir machen nur diese Geschichte über einen Flüchtling, der Akzeptanz bekommt. Aber ich denke, wir haben auch Themen angesprochen, die einfach in der Realität Themen sind und die manchmal nicht gerne besprochen werden. Und so haben wir auch, wurden wir auch von, ich sage wirklich von den Extremisten, nicht von Linken, sondern von links außen, ja,
wurden wir auch bekämpft. Sie haben dann, glaube ich, alle aufgegeben, nachdem sie gemerkt haben, nach einer Woche im Kino explodiert dieser Film. Und der Film ist dann, glaube ich, hat einfach die Mitte angesprochen. Die Menschen, die zwar links sind, aber sich immer noch in der Mitte dazugehörig fühlen, die immer noch auch fähig sind, zuzuhören. Die verstehen, dass es andere Menschen mit anderen Meinungen gibt und auch rechts. Die verstehen, dass es Menschen gibt, die andere Meinungen haben. Ich glaube, der Film hat zum Diskurs beigetragen, weil jeder in dem Film kriegt irgendwie ein bisschen eins auf die Fresse, auf die Deutsch. Es ist nicht so, wir sparen niemanden aus. Ich glaube, jeder kriegt ein bisschen sein Fett weg. Und ich glaube, das war wichtig, dass man nicht den Film zu eindimensional gestaltet. Also insofern, wir wurden eigentlich nur bekämpft von den ganz Rechten, von den ganz Linken und von Islamisten. Weil die fanden es nicht so lustig, wie wir den IS dargestellt haben oder wie wir den Terroristen im Flüchtlingsheim dargestellt haben. Und also insofern, das war manchmal ein bisschen unangenehm, dass man wusste, man wird auch von Islamisten nicht gemobbt. Ja, das war nicht so schön während des Drehs, als wir den Albtraum gedreht haben mit dem IS zum Beispiel. Das war natürlich, da war Polizeischutz da und so. Aber im Großen und Ganzen war es eine wunderschöne Erfahrung. Es war eine zusammenführende Erfahrung. Ich glaube, man kann in diesen Film gehen, auch wenn man Zweifel hat, wenn man Fragen hat, wenn man sich nicht sicher ist seiner Meinung. Ich glaube, ich habe in diesem Film auch versucht, meine Haltung zu finden. Und diese Haltung ist nicht so eindeutig, wie das vielleicht Menschen manchmal gerne hätten. Ich glaube, die Haltung ist widersprüchlich und differenziert. Also zum Glück muss ich sagen, auch weil ich glaube, dass die sogenannte politisch Inkorrekte, wenn im Kino, ich wiederhole, also ja, sagte zum Glück und banal, also ich glaube, dass wenn man eben politisch inkorrekt ist, dass das doch wirklich zum Gedankengut gehören muss, dass wir dann im Kino oder in der Musik oder Theater, Literatur wiederfinden. Auch wenn in einem ersten Augenblick das irritierend sein mag, diese politische Inkorrektheit. Also ich hatte einen Teil des Films gesehen, also eben dieses Jahr beim sogenannten, in Berlin also. Und dann habe ich ihn dann nochmal in diesen Tagen ganz angeschaut, den Film. Was mich beeindruckt hat, ja, der Film ist natürlich vom vergangenen Jahr, 2016, wenn ich mich nicht täusche. Und was jetzt hier die Politik anbelangt, aber auch die kulturelle Haltung in Anbetracht der Probleme, die es bei der Migration gibt, ändern sich die Dinge fast Woche um Woche, Monat um Monat. Aber wenn man sich das in Ruhe anschaut, den Film in Ruhe anschaut, scheint er mir doch noch ganz aktuell zu sein. Und ich denke, das ist wirklich das Prestige des Films. Vor allem, weil man hier lächelt, ich nehme an, dass sie wirklich öfter gelacht oder gelächelt haben, gerade weil ihr mir diese Leichtigkeit, die hier Anwendung findet in der Realität, wenn wir so wollen, doch veraltern mag, also etwas, was uns punktuell präzise erscheint, was uns zum Lachen bringt, mag dann in einer anderen Saison nicht funktionieren. Deiner Meinung nach, also ich weiß nicht, ob du darüber nachgedacht hast, also wie ist es deiner Meinung nach, also was führt dazu, was trägt dazu bei, dass der Film immer noch vollkommen ganz aktuell ist, also auch in Deutschland, ich spreche jetzt über Deutschland, also diese Willkommenspolitik, nennen wir sie mal so, ja, nicht radikal, aber sie ändert sich jetzt doch wirklich substanziell derzeit, nicht wahr? Allora. Ich glaube tatsächlich, dass wenn man eine Leistung bei dem Film, ich glaube, es ist ein gelungener Film, aber ich glaube, eine Leistung bei dem Film oder eine Besonderheit bei dem Film ist wirklich das Drehbuch. Und dieses Drehbuch, als ich angefangen habe, dieses Drehbuch zu schreiben, war diese Idee noch sehr unschuldig. Das war eigentlich eine Idee, da ging es mehr darum, eine Familie nimmt einen Afrikaner auf mit wunderbar schönen, peinlichen, witzigen Situationen. Und das war eine kleine Idee. Und plötzlich ist der September 2015 gekommen. Ja, das war der September 2015, wo Angela Merkel die Grenzen geöffnet hat. Und plötzlich war dieses kleine Thema, was ich hatte, das Thema des ganzen Landes geworden.
Und das kleine, der kleine Streit der Familie, der Vater ist dagegen, gehört dafür, wir sind zerstritten, war der Streit des ganzen Landes. Ja? Und das war zum einen natürlich ein Segen, zum anderen auch ein Fluch. Ja? Weil plötzlich habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt muss ich einen Film machen, der diesem Thema wirklich gerecht wird. Ja? Ich kann nicht einfach nur eine Komödie machen, hahaha. Ha, ha. Sondern jetzt werden die Leute diesen Film sehr, sehr ernst angucken und werden auch schauen, kann man darüber lachen überhaupt. Ja? Und dann habe ich mich sehr, sehr intensiv mit diesem Drehbuch beschäftigt. Und ich habe versucht, schon vorausschauend zu schreiben und Themen mit reinzubringen, wo ich dachte, die werden uns noch lange beschäftigen. Ja? Ob es Themen sind wie der Aufstieg einer rechtspopulistischen Partei oder besorgte Bürger. Ja? Oder ob es aber auch Diskussionen sind wie, also auch unangenehme Themen, wie zum Beispiel sexuelle Belästigung. Es gibt eine Szene da drin, da wird Paulina Ruzynski belästigt. Ja? Und sie sagt, sie weiß nicht, ob das Flüchtlinge waren oder nicht. Ja? Und solche Sachen sind Themen, die sind unangenehm, aber die sind natürlich, die sind ungelöst weiterhin. Also die Situation in Deutschland ist weiterhin so, dass sie nicht gelöst wird. Sie ist immer noch verwirrt und widersprüchlich. Und deswegen erscheint der Film immer noch genauso aktuell, weil man immer noch eigentlich nicht so richtig weiß, was soll man eigentlich machen, was ist genau der richtige Weg. Also selbst Leute, die... Ich komme aus einem linken und liberalen Elternhaus. Aber es ist eine derartige Komplexität in diesem Thema und es ist keine, dass jeder fühlt sich etwas überfordert davon, glaube ich. Ich glaube, jeder. Jeder, der, selbst wenn man denkt, ich habe die richtige Meinung dazu. Ja. Und diese Überforderung ist der Kern des Films. Die Verwirrung ist der Kern des Films. Und deswegen, glaube ich, erscheint der Film noch lange aktuell, weil ich glaube, wir werden noch lange ein wenig verwirrt sein von diesem Thema, bis wir uns den Fragen wirklich stellen können, ohne dass sie von rechts ausgenutzt werden, von irgendwelchen Hetzern, und ohne dass sie von links außen blockiert werden. Und noch ist es so, dass diese Verwirrung, glaube ich, sehr allgegenwärtig scheint. Aber ich habe schon versucht, in die Zukunft zu schreiben. Ich glaube, das fühlt es sich immer noch so an. Ja, in der Tat. Achso, das. Aber es, ja. Also es ist kein Zufall, dass dieses Adjektiv verwirrt oder Verwirrung mehr als einmal auftauchen. Also der Gast, der ankommt aus Afrika, bei einer der ersten Witze, man muss natürlich das auch, wer versteht, ob übernommen wird oder aufgenommen wird. Also ich bin verwirrt und so wird gesagt, dieses Thema der Verwirrung, das sagtest du ja gerade, ist ein Thema, das meines Erachtens ja praktisch eine Mission der Intelligenz ist oder es jedenfalls sein müsste. Also ich misstraue persönlich all denen, die immer ganz sicher wissen, alles wissen und sofort die Antwort bereit haben. Also alle deine Figuren auf die eine oder andere Weise kulturell oder mit einem gefühlsvoll oder also auf der affektiven Ebene oder politisch sind irgendwie, sagen wir, Gefangene dieser Verwirrung. Wenn wir genau darüber nachdenken, Vater, Mutter und die Kinder, die auch ganz andere Lebenswege ausgesucht haben und der Gast, der von weit her kommt. Also diese Verwirrung, ist das etwas Fruchtbringendes, ein fruchtiger Boden? Ja, ich hoffe es. Ich hoffe, es ist ein fruchtbringender Boden für eine Komödie. Das ist schon mal gut. Deswegen glaube ich, ist eine Komödie auch das richtige Genre gewesen dafür. Ja. Das ist ja ein klassischer Ackerboden für eine Komödie eigentlich. Ja. Die Verwirrung. Aber ich hoffe, wenn wir ganz ernst darüber reden wollen, politisch hoffe ich sehr, dass wir eine Linie finden in Deutschland, die uns erlaubt, damit umzugehen in einer menschlichen und gleichsam auch ehrlichen Art und
Weise. Ja, also auch in einer vernünftigen Art und Weise, die auch eben, die eben auch weiß, dass man, dass es in dem Land eben auch gewisse Vorbehalte gibt und Kritik gibt und Sorgen gibt und nicht all diese Sorgen komplette Paranoia sind. Wenn man da einen vernünftigen Weg findet, dann glaube ich, ich glaube, die Deutschen an sich, auch durch ihre Vergangenheit und wer sie sind, das hat man ja auch gesehen, hatten eine große Euphorie beim Helfen. Sie wollten helfen, mehr als jedes andere Land. Und das ist ja immer noch die Kraft in diesem Film. Ich glaube, diese Kraft ist weiterhin da. Aber es sind eben in Deutschland auch Sachen passiert, wie zum Beispiel in Köln. Unangenehme Dinge, aber unangenehme Wahrheiten, unangenehme Realitäten, die eben nun auch besprochen werden müssen. Ich glaube, die Deutschen wollen helfen, aber sie sind mittlerweile ein wenig desillusioniert im Transport. Ja. Und vielleicht auch ein bisschen realistisch, dass sie, also sagen wir es mal so, als ich bin in sehr vielen Flüchtlingsunterkünften gewesen. Ich habe mit sehr vielen Flüchtlingen gesprochen. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, deren Geschichten ich auch mit einfließen habe lassen. Und da habe ich wirklich gelernt, dass dieses Thema doch sehr differenziert ist und sehr komplex ist in diesen Unterkünften. Nicht vorm Fernseher, nicht wenn ich Politikern zuhöre, nicht wenn ich Diskussionen sehe, sondern in den Flüchtlingsunterkünften habe ich das Gefühl gehabt, das ist wahnsinnig komplex. Weil wenn man reinkommt und das Erste, was eine Flüchtlingsfamilie zu dir sagt, ist, sie sagt, wir sind echte Flüchtlinge. Die nicht. Warum lasst ihr die auch rein? Die. Dann ist es schwierig erstmal. Dann ist es schwierig zu sagen, du bist ein Nazi. Kann nicht so der, sondern dann denkt man vielleicht erstmal, okay, vielleicht müssen wir beginnen, ein bisschen mehr zu differenzieren. Was ist ein Flüchtling? Was ist jemand, der wirklich Asyl sucht? Und was ist jemand, der aus schlechten Verhältnissen, einem armen Land kommt und vielleicht mit Recht auch ein besseres Leben sucht? Ja, aber es war am Anfang eine sehr starre Front. Es waren alles Flüchtlinge für uns. Und ich glaube, wir haben jetzt langsam erwachsener zu sein und ehrlicher zu sein damit. Vielleicht hat der Film ein bisschen dazu beigetragen, dass wir auch unverkrampfter sind damit. Aber eine Lösung habe ich nicht. Nein, natürlich, du bist kein Politiker. Du bist Regisseur, ich habe noch ein paar Fragen und dann lasse ich Ihnen das Mikrofon, so wie immer. Das Erste, was mich sehr beeindruckt hat, also wenn man eine Komödie, so einen tollen Film sagt, achtet man nicht drauf, weil man eben lacht und so. Also eine der Vorzüge des Films ist auch die Art und Weise, wie er gedreht ist. Also es gibt die Komödien, tolle Films, wo wir viele kleine Bilderrahmen haben, sozusagen mit der Filmkamera, die fast vernagelt ist auf dem Boden. Und das, was zählt dann eben, die Action ist der Körper, die Witze und so weiter. Du hingegen hast hier wirklich, bei dir ist das alles sehr flüssig und der Film wird dann auch schön, weil auch die Art und Weise wichtig ist, wie unser Blick eben darauf gerichtet wird. Deshalb ist es interessant zu wissen, wie du gearbeitet hast am Set. Du hast hier eine ganz bestimmte Form, einen Modus ausgesucht, um uns die Geschichte zu erzählen, die du uns erzählt hast. Ich wollte es so machen. Zunächst mal wollte ich das Leben in der Familie als etwas darstellen, was sehr, sehr schön ist. Wo man gerne dabei wäre, man würde gerne Teil dieser Familie sein oder vielleicht auch Teil des Landes sein, ja, in dem diese Familie lebt. Das ist ein bisschen aus Sicht von Flüchtlingen vielleicht für mich auch. Also es sieht alles schön aus, die Farben sind satt, es ist nicht diese typische deprimierende Art Ausstyle. Vielleicht übertrieben, was ich gesagt habe, aber es erzählt groß, es macht groß und nicht klein. Ja. Es ist das Haus ist schön, man will in diesem Haus sein. Ja, das ist alles sinnlich. Das war wichtig, weil ich glaube, das ist das, was Flüchtlinge manchmal empfinden, wenn sie nach Deutschland kommen, im Westen kommen. Ja.
Und ansonsten, mein Gott, wie man das erzählt, ich versuche unterhaltsam zu erzählen, schnell zu erzählen und ohne viel Fett zu erzählen. Also wir machen am Schluss bei unserem Schnitt, gibt es bei uns nochmal eine Runde, wo man wirklich nochmal Fett absaugt. So nennen wir das. Wo man trotzdem versucht, die Momente zu halten, die wichtig sind, die Menschen die Zeit zu geben. Und ich glaube, dieses Fettabsaugen machen manche Filme nicht. Ich mache es gern. Es war ja. Ja, und das ist ein Fehler, wenn Sie das Fett nicht nehmen. Ja, die letzte Frage ist also wirklich ganz banal, aber ich kann nicht widerstehen. Eben, die erste Frage ist ganz banal, aber ich kann nicht widerstehen. Also, du bist ein Künstlersohn sozusagen. Also, jetzt die Mutter in der, als Regisseur, die Mutter zu haben, die man hier, also, der man sagen muss, was sie machen, so weiß. Und wir kennen sie ja eben schon hier aus Italien und wir mögen sie ja sehr. Also, und ja, das kann. Das kann ganz einfach sein, ein Sohn, der hier als Regisseur ist und seine Mutter dabei hat im Cast, in der Besetzung, aber es kann gut laufen, es kann auch schlecht laufen. Wie war das also, Mutter und Sohn auf dem Set? Es ist auf jeden Fall sehr lustig, wenn man vor dem gesamten Filmteam die ganze Zeit Mama sagen muss. Es ist eine Autoritätsprüfung. Wenn man spricht mit jedem anderen, spricht man anders mit Vornamen, aber zu seiner Mutter sagt man Mama. Also, ich glaube, das war für das Team sehr schön eigentlich. Sie haben gelacht, aber es hat das Ganze auch in einen familiären Ton gebracht von Anfang an. Wenn ein Sohn mit seiner Mutter arbeitet, dann ist das ganze Team, fühlt sich vielleicht im Ganzen noch näher. Ja, weil es ist so, wir sind eine Familie, wir machen einen Film. Und ansonsten muss ich wirklich sagen, mit meiner Mutter war es so, es war wirklich sehr schnell, sehr professionell, weil letztlich, gut, sie ist meine Mama, aber du musst ihr doch das sagen, was du zu sagen hast. Und sie muss ihren Job machen, so wie sie ihn zu machen hat. Und es war für mich als Sohn sehr interessant, sie auf der Ebene mal kennenzulernen. Also wirklich sie zu sehen, wie sie spielt und ich sehe meinen Text und ich schaue auf den Monitor und denke mir, wow. Hey, das hätte ich gar nicht gedacht, den Moment. Diesen Moment, den hatte ich gar nicht. Was macht sie mit diesem Moment? Also ich habe meine Mutter anders kennengelernt. Auf einer ganz anderen Ebene, auf einer Erwachsenen-Ebene. Meine Mutter sagt immer, wir waren plötzlich gleich alt. Und das ist wirklich ein bisschen so passiert. Jetzt weiß ich nicht, ob ich 75 war oder sie 40. Aber wir waren auf einer Augenhöhe. Ich war nicht nur das Kind mehr, sondern was man immer ist für seine Mama, ist immer das Kind. Aber beim Arbeiten ist man plötzlich, es war eine neue Begegnung auch, deswegen war es sehr schön für mich und beeindruckend auch. Und ich glaube, für sie war es auch toll. Aber grundsätzlich war es tatsächlich so, dass man mit allen Schauspielern sehr früh eine Kraft gespürt hat an dem Set. Man spürt beim Filmemachen manchmal eine Kraft, die man gar nicht selber die man nur lenken kann. Wenn das Drehbuch Kraft hat und wenn der Cast richtig ist und es passt vieles, dann kommt plötzlich, läuft da ein Motor. Das ist für mich fast eine religiöse Geschichte, wie das manchmal passieren kann. Wenn so viele Menschen zusammenkommen, beim Film ist ja das Tolle, es sind Handwerker, es sind Elektriker, es sind Beleuchter, es sind Fotografen, das finde ich das Schönste am Film. Das ist diese Art, es sind Manager, Strategen, Schauspieler, Künstler, Maler, letztlich Architekten, die einen Film zusammen machen. Und da ist in diesem Film, glaube ich, von Anfang an ein sehr gutes Gefühl zusammengekommen und von dem haben wir uns tragen lassen. Grazie per aver condiviso. Danke dafür, dass du mit uns diesen familiären Standpunkt ausgetauscht hast. Ja, Carmen hat jetzt das Mikrofon. Ja, da gibt es eine Frage. Visibilmente nordamericana che era completamente sbracciata. Io stavo col giaccone, il maglione di cashmere sotto perché faceva freddo. Ich heiße Laura, guten Abend, sagen guten Abend und danke dem Goethe-Institut.
Also erst einmal ein Dank. Ja, ich würde gerne alle Filme sehen. Und wenigstens ist das mein Genre. Also über schwierige Dinge sprechen. Und zwar auf einfache Weise über schwierige Dinge sprechen und auch die Leute zum Lachen und Lächeln bringen. Das ist für mich das Schwierigste. Deshalb wirklich, ich beglückwünsche mich bei Ihnen. Mein Kompliment. Also meine Frage, gibt es eine Idee oder einen Sketch, an den du gedacht hattest, bevor, also an das du gedacht hattest, aber dann eben beseitigt hast, also weil, wo der Film zu Ende war, du dachtest, dass das vielleicht zu stark ist als Gedanke und du hast es dann nicht mehr in den Film eingebracht, ein Sketch oder so. Und eine weitere Frage, gibt es noch ein Thema, an das du schon gedacht hast, so, um eben auf humoristische Weise darüber zu schreiben, also ein europäisches Thema womöglich für einen weiteren Film? Und dann die Merkel. Hat sie diesen Film gesehen? Und so viel du weißt. Danke. Danke, okay, ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Film sozusagen... Ich habe kein großes Ding rausgeschnitten aus dem Film, wo ich irgendwie, wo ich das Gefühl hatte, es passt nicht mehr oder so. Ich glaube, man hätte noch mehr reinbringen können. Im Gegenteil, man hätte eigentlich noch schärfer manche Sachen ansprechen können. Aber das Drehbuch war sehr, sehr dicht und wir haben wirklich eigentlich, was du da siehst, ist das Drehbuch tatsächlich. Das ist wirklich so, wir haben kaum was verloren im Schnitt davon. Merkel, ob Merkel den Film gesehen hat, ich glaube mittlerweile schon. Es wurde ihr sehr oft empfohlen, den Film zu sehen. Das weiß ich. Ich weiß, dass viele Politiker im Bundestag den Film gesehen haben, weil sie gemerkt haben, das gefällt den Deutschen, das gefällt dem Volk. Es gefällt den Leuten, deswegen haben sie gedacht, ich schaue es mir mal an. Ich weiß nicht, ob Merkel es gesehen hat, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Eine Idee für einen neuen Film, einen europäischen Film, die kann ich dir natürlich nicht verraten, sonst machst du sie. nein, aber wie eine Idee, die man, es gibt tatsächlich, also eine Überlegung in Deutschland wäre es, einen Film zu machen über Autos. Eine Satire zu machen über Autos, Elektroautos, Zukunftsautos, Fahrräder. Autos sind ein sehr wichtiges Thema in Deutschland, da könnte man eine herrliche Komödie machen. Eine andere Überlegung wäre, mit den Hartmanns nach Afrika zu gehen, zur Entwicklungshilfe. Also, dass man eine Fortsetzung macht. Wie geht eine, wenn eine solche Familie Fluchtursachen versucht zu bekämpfen, wie Frau Merkel es nennt. Ja. Also in Afrika hilft, Bildung zu verbreiten, eine Schule zu bauen. Ich weiß nicht, warum Richard Hartmann dorthin gehen würde, vielleicht weil er dann denkt, er kriegt ein Denkmal vor der Schule. Also das wäre auch ein Thema, was sehr, oder sie versuchen, Wasser zu finden, einen Brunnen zu bohren. Ja, und zerstören vielleicht dabei Wasserleitungen, die bereits bestehen. Also das wäre Entwicklungshilfe oder überhaupt dieses Thema Migration, wie das weitergehen wird. Afrika ist ein großes Thema. Es ist wieder so, dass man sagen könnte, wie kann man darüber eine Komödie? Bist du verrückt? Ja. Stimmt, und momentan hätte ich auch dieses Gefühl, Afrika ist ein sehr, sehr schwierig als Komödie. Aber in Deutschland, sie bekommen sehr, sehr viele Briefe, wirklich sehr, sehr viele Briefe, die sich das wünschen, dass diese Familie nach Afrika geht. Und Diallos sozusagen, sie sind die Flüchtlinge in Afrika oder sie sind dort und sie machen dort Entwicklungshilfe, könnte auch ein Thema sein. Ja? Weil ich glaube, die Migrationssituation oder Entwicklung, es ist in Italien vielleicht, ich ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie die Situation ist in Italien. Ich weiß es nicht. Aber es scheint so, dass es uns noch lange beschäftigen wird. Ich höre nichts. Was? Luigi, sono romano. Luigi und bin Römer.
Italiener. Es hat mir sehr gefallen, wie sie dieses Thema, dieses so schwierige Thema behandelt haben, wirklich mit großem Respekt für die anderen Kulturen. Kulturen, die ja eine Bereicherung darstellen für unsere Nation, für ihre Nation. Und das ist schön, denn wenn gesagt wird, ach, das ist deine Frau, das ist deine Familie, also der Medius dat virtus, wie man auf Lateinisch sagte, also Begegnung zwischen zwei reellen Kulturen, nicht zwei Kulturen ohne Wurzeln, nein, zwei Kulturen mit tiefgehenden Wurzeln, kann nicht anders als zu gutem, positivem führen, eine Bereicherung. Ich, letzten Abend, also war ich am Pincio, also hier oben, habe das Panorama über Rom genossen, den Sonnenuntergang. Da war eine Gruppe von Amerikanern, auf verschiedene Nationalitäten, Ethnien vom Ursprung her. Und da gab es eine junge Frau, die wirklich sichtbar, also nordamerikanisch war, also ärmellos. Und ich hatte eine dicke Kaschmirpulli und Jacke, weil es kalt war. Und da war auch eine Inderin, auch so ärmellos. Und da habe ich gesagt, aber Entschuldigung, wir sprachen ein bisschen über die Stadt. Ich habe ihnen etwas über Rom erzählt. Also ich verstehe dich, du bist aus Nordamerika, aber du, die du Inderin bist. Sag ich, bin keine Inderin, ich bin Amerikanerin. Sag ich, nein, du bist die Inderin. Weil du hast die Chromosome und du mit diesem Klima frierst, weil meine Freunde aus Indien frieren hier in Rom. Sie bedecken sich. Also, meiner Meinung nach, also als ich Jugendliche war, bin ich viel herumgereist in der ganzen Welt und weiß noch, im Jahr 75, als ich die Pistazie nach Hause brachte, hat das Pistazie mitgebracht, wurde gesagt zu Hause, heute gehe ich auf den Markt, hier auf der Piazza Vittorio, und da ist die ganze Welt zu finden. Manchmal nehme ich mir die Rübe, um hier meine Tomatensauce zu machen, sondern Kurkuma, das ist eine Bereicherung. Also ich denke, dass das eigentliche Problem, der wirkliche Feind, die Globalisierung ist. Also eine einheitliche Welt gestalten zu wollen, alles, die Wurzeln, die Kulturen der Personen zu zerstören wollen, weil ein Mensch ohne Wurzeln natürlich leicht manipuliert werden kann und eben auch der Konsumismus für dieses Nichts, was hier voranschreitet. Deshalb wollen sie uns ablenken. Das Problem sind nicht die Afrikaner oder die Inder oder die Thailänder. Das Problem ist das Nichtsein, dieses Nichts, was sie uns Europäern bieten wollen. Und es hat mir gefallen, dass er hier, ja, es stimmt, dass die Antwort dann war, ja, aber wir sind Deutsche. Aber er hat hier diese andere Kultur aufgezeigt, die Wertigkeit, und zwar mit Respekt aufgezeigt, die anderen Kulturen. Wenn du mir sagst, aber ja, das ist deine Frau, aber das ist dein Leben, aber du liebst sie, dann sagt er eine Wahrheit. Das gilt für alles. Danke. Ich weiß gar nicht, ob der Film sozusagen diese Art von politischer Dimension hat, die er jetzt angesprochen hat. Es ist sicherlich so, dass mein Film versucht hat, Diallo positiv darzustellen und auch ihn als Bereicherung darzustellen für die Familie. Weil ich auch glaube, dass manchmal die Menschen eben mit anderen Perspektiven eine besondere Bereicherung sind für uns, ja, wenn sie mit ihren Perspektiven kommen. Ich bin aber nicht ganz der grundsätzlichen Meinung, dass alles, was fremd ist und zu uns kommt, eine Bereicherung ist. Das kann ich nicht unterschreiben. Es sind alles Menschen, und genauso wie es Tendenzen gibt, die schwierig sind bei den Einheimischen, gibt es auch Tendenzen, die schwierig sind bei anderen Kulturen. Und deswegen schaue ich mir immer an, differenziert bei jeder Kultur, was ich für, wenn man das Wort benutzen will, Bereicherung halte und was nicht.
Wenn eine Kultur unsere eigene Kultur intoleranter und erzkonservativer macht, ist sie für mich nicht unbedingt in allen Aspekten immer ein Bereich. Gibt es noch eine Neugier oder eine Frage? Carmen, da ist eine Dame. Bitte Hand heben. Ich wollte dem Goethe-Institut für diese Gelegenheit danken, einen so wertvollen Film zu sehen. Meine Frage ist erst einmal, ob in Italien auch in die Distribution kommt oder nicht. Und dann eine Frage vielleicht an beide, auch an Magrelli. Warum, oder ich weiß, ob es ein Eindruck von mir ist, es so wenig deutsches Kino in Italien gibt. Dankeschön. Ich glaube, kommt nicht in die, bisher nicht in die Distribution in Italien. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist er kein. Vielleicht ist er für das Publikum in Italien nicht richtig. Ich weiß es nicht. Ich persönlich hätte eher gedacht, er hätte eine Chance in Italien sogar. Aber das Thema ist, glaube ich, so spezifisch deutsch auch in dieser speziellen Form, wie es diese Familie erlebt. Es geht um Merkel, es geht um einen Flüchtling, der in Deutschland. Ich glaube, in Italien müsste man einen eigenen. Er könnte dieses Thema sehr, sehr genau satirisch behandeln. Ich glaube, das, was ich gemacht habe, ist eine Gesellschaftssatire. Und ich glaube, das könnte man in Italien auch sehr präzise machen, aber es müsste dann eben italienisch spezifisch sein. Ich weiß nicht, ob wir, vielleicht kriegen wir noch einen Verleiher hier. Also wir laufen in anderen Ländern, ja, wir sind in Japan, die sind so weit weg, die wissen gar nicht, was passiert, die lachen einfach nur. Glaube ich. Wir sind in Argentinien. Es gibt einige Länder, wo ich auch überrascht war, dass wir da laufen. Und in Italien, wir haben es schwer in Osteuropa. Wobei, das Lustige ist, wir haben es nur so lange schwer, bis die Leute den Film gesehen haben. Das ist immer so. Der Film wurde sehr, sehr viel abgelehnt von Leuten, aber nur von Leuten, die ihn nicht gesehen haben. Sobald die Leute ihn gesehen haben, ist es sogar für Leute, die große Vorbehalte haben, dagegen nicht mehr so einfach. In Osteuropa, glaube ich, haben die Verleiher Angst, dass das Volk einfach keine Flüchtlinge mag und dass sie keine Geschichte hören wollen in dieser Art. In Italien weiß ich nicht, was die Stimmung ist in Italien. Wahrscheinlich ist die Stimmung sehr widersprüchlich auch hier. Ich finde, der Film könnte eigentlich durchaus ein gutes Spiegelbild sein. Jeder könnte manche Leute interessieren, aber vielleicht bräuchte es einen ähnlichen italienischen Film, der es spezieller macht für Italien. Also ich habe jetzt keine Vorstellung darüber, weil ich nicht in der Distribution tätig bin. Ich denke, dass ein Vorteil vielleicht, also ich bin nicht in der Distribution tätig, ich denke, dass ein Vorteil vielleicht darin besteht, dass ein Film, der zum Lachen bringt, in einem Land eben nicht exportiert werden kann, in ein anderes Land. Vielleicht, weil richtigerweise einige italienische Filme, die zum Lachen bringen müssten, das nicht immer schaffen, wenn sie nicht in Italien zum Lachen bringen, dann auch noch nicht woanders hinkommen. Ich denke, das ist ein altes Vorurteil. Ich denke, das, was uns zum Lachen bringt, meines Erachtens, also hier vor ein paar Jahren war das, glaube ich, da wurde jedes Kulturinstitut eine Volkskomödie aufgeführt und eine Filmreihe wurde begonnen mit einem Film aus Ungarn. Und ich kann Ihnen versichern, dass das eine Komödie war, die auch funktionieren konnte bei uns. Aber die Mechanismen, vielleicht auch die Angst, wie es Simon kürzlich sagte, seitens der Distribution Verleiher einen Film zu kaufen, der vielleicht nicht funktionieren könnte, ob es nämlich funktioniert oder nicht, das weiß keiner. Aber das Spezifikum des Problems der Aufnahme der Flüchtlinge in Deutschland hat natürlich Unterschiede zur italienischen Situation. Aber wo ich ihn gesehen habe, habe ich gesehen, dass es hier Kontaktpunkte geben kann. Was die zweite Frage anbelangt, also leider ist unser Markt immer kleiner geworden und wir sehen vieles nicht.
Und wenn dann gesagt wird, ach, wenn man nach Frankreich geht, dann kann man eben hier einen großen Reichtum der Kinofilme aus der ganzen Welt sehen. Das Einzige, was wir tun können, ist Signale seitens der Zuschauer wie Sie zu verbreiten und dass sie sagen, ja, sie sind auch bereit, etwas anderes zu sehen. Ob das, was uns dann vorgeschlagen wird, funktioniert, denn dann jammern alle, beschweren sich ja, das italienische Kino interessiert nicht mehr und so weiter. Ja, dann macht vielleicht ein bisschen weniger italienisches Kino und versuchen wir mal hier unsere Kinoseele zu öffnen für andere Erfahrungen. Ist doch interessant bei diesem Film, dass hier in Japan darüber gelacht wird, vielleicht könnten wir auch darüber lächeln. Ich weiß nicht, ob es hier Verhandlungen gegeben hat. Hat es Verhandlungen gegeben mit italienischen Distributionen oder Verleihern? Das weiß ich. Wie ich schon sagte, ich habe ihn gesehen und habe das dort gesehen bei einer Filmveranstaltung. Da war das schon ein Erfolg in Deutschland bei dem Filmmarkt. Oder das war schon ein Erfolg. Aber wir sehen zu wenig. Es kommen 10, 12 Filme pro Woche heraus, zu viele. Aber absurd, sie reichen nicht aus. Sie sind nicht ausreichend gut. Also ich glaube, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wenn Sie wollen, können wir noch. Sonst hätte ich eine Frage. Du sagtest vorhin, Simon, sprachst du über diese Briefe, die kommen. Sie möchten deine Familie in Afrika sehen. Aber die Idee von einem Sequel, du hast ja einen Film gemacht, Nummer 1 und dann Nummer 2, also Fortsetzung und so weiter. Was war das? Wie hieß das? Männerherzen. Männerherzen. Ja, ich glaube, Stadtmensch war der internationale Titel. Hast du diese Versuchung oder ist es nach einem so großen, wichtigen Erfolg? Es könnte ja viele Impulse geben, also diese Familie, eben vielleicht in Afrika oder so, könnte das eine gute Idee sein? Also, ich habe schon die Versuchung, weil aus dem Grund, weil das Schwierigste am Filmemachen für mich ist es, überhaupt wieder zu einem Punkt zu kommen, wo man Figuren hat, die zu dir sprechen, die Kraft haben, die sich so anfühlen, dass es sich lohnt, mit ihnen 24 Stunden am Tag zu leben, dahin zu kommen. Und natürlich ist es toll, wenn man eine Familie hat oder man hat Figuren, die man liebt, über die man nachdenken kann. Über die Familie Hartmann nach. Ich denke, was machen die gerade? Das ist absurd, weil sie machen gar nichts. Es gibt sie nicht. Ich weiß das, weil ich gehe mit meiner Mutter essen. Ich weiß, sie ist nicht die Frau Hartmann. Aber es ist so, wir leben mit einem. Und das ist was sehr Schönes und da muss man auch dankbar sein. Ich mache das gar nicht nur für das Publikum, sondern für mich ist es auch eine Art von. Für mich ist es schön, mit den Figuren zu leben. Und deswegen, wenn es Sinn macht, wenn man etwas Sinnvolles erzählen könnte, dann würde ich es machen. Ja? Ich bin noch nicht davon überzeugt. Ich habe es bei meinem ersten Film gemacht, auch weil es ähnlich war. Da ging es um verschiedene Männer in einem Fitnessstudio. Ja? Die hatten alle verschiedene Probleme und saßen immer in ihrem Fitnesskäfig. Ja, und es war ein großer Erfolg in Deutschland. Und natürlich habe ich mir gedacht, wie schön, ich kann weiter mit diesen Männern was erzählen. Dann habe ich das gemacht. Aber wenn ich das Gefühl hätte, ich mache es jetzt nur, damit ich nochmal so einen Erfolg bekomme, dann würde ich es nicht machen, weil dann wird man den ersten Film auch mit kaputt. Es muss etwas sein, wo man die Figuren, wo es um die Figuren geht, nicht um Geld. Darum sollte man sowieso keine Filme machen. Da sollte man dann was anderes machen. Werbung. Sono d'accordo con te, poi spesso non funziona. Allora io ringrazio molto voi per la presentazione. Da stimme ich mit überein und auch funktioniert sehr gut. Also ich danke sehr Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr, Simon Verhoeven. Dankeschön. Wir hoffen, ihn bald wiederzusehen in Italien.